Liebes Publikum, herzlich willkommen auf dem Spielplatz Bühne. Bevor Sie mit uns die Geschichte der alten Marthe erleben, möchten wir Sie auf eine Kleinigkeit hinweisen. Sollten Sie während der Vorstellung das stille Örtchen aufsuchen wollen, möchten wir Sie bitten, möglichst dekorativ über die Bühne zu den Toiletten zu gehen. Sollten Sie nicht so viel Aufmerksamkeit erregen wollen, dürfen Sie sich gerne an unser freundliches Servicepersonal wenden. Vielen Dank! Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen mit dem Geheimnis der alten Marthe. Wer da? Ein Freund. Das kann jeder behaupten. Ich habe lange auf dich gewartet, weißt du? Ja, ich weiß. Jetzt bin ich hier. Deine Zeit ist fast gekommen, Marthe. Gut, ich bin es leid, darauf zu warten. Auch das weiß ich. Es dauert nicht mehr lange. Hab noch etwas Geduld. Geduld? War ich nicht schon geduldig genug? Gewiss. Aber du bist noch nicht bereit, diese Welt zu verlassen, Marthe. Ich bin seit 25 Jahren bereit. Lass es mich anders ausdrücken. Dein Körper und dein Geist mögen durchaus bereit sein, Marthe. Aber deine Seele ist es noch lange nicht. Meine Seele? Was stimmt damit nicht? Sie ist zu schwer. Eines musst du verstehen, Marthe. Es wartet eine lange und beschwerliche Reise auf dich. Du wirst deinen Körper verlassen und dein Geist wird zurückbleiben. Aber deine Seele, Marthe, wird in luftige Höhen aufsteigen. Doch sie ist mit so vielen Dingen belastet, dass der Aufstieg unmöglich ist. Was willst du mir damit sagen? Du wirst die Ewigkeit damit verbringen, im Nichts zu schweben. Ein endloser Raum, der angefüllt ist mit all jenen gepeinigten Seelen, die für den Aufstieg zu schwer waren. Du wirst jenen, den du liebst, nicht wiedersehen, Marthe. Max? Ja, er wartet auf dich.
Gütiger Jesus. Ja, auch er wartet auf dich. Was muss ich tun? Es ist nicht sehr schwer, denke ich. Ich bin hier, um dir zu helfen. Beichte mir deine Sünden, befreie dich von deinen Sorgen und offenbare mir deine Geheimnisse. Geheimnisse? Ich habe keine Geheimnisse. Marthe, du belügst den Tod. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Ich habe keine Geheimnisse. Jeder hat Geheimnisse. Und wenn schon? Du bist, weiß Gott, nicht der Erste, der mir diese Sache entlocken will. Aber das kannst du vergessen. Ich habe geschworen, es niemandem zu erzählen. Ich bin nicht irgendjemand, Marthe. Ich bin dein Freund. Ich will dir helfen. Wem kannst du deine Geheimnisse anvertrauen, wenn nicht dem Tod persönlich? Wem soll ich schon davon erzählen? Ich weiß nicht. Und Max, er wartet wirklich auf mich? Voller Sehnsucht nach dir, Marthe. Wir waren noch Kinder, Max und ich. Es war eine gute Zeit damals. Wir haben uns jeden Tag getroffen. Mal hier, mal dort, aber meistens bei der großen Eiche im Wald. Er war ja so erfinderisch darin, sich neue Spiele auszudenken, weißt du? An jenem Tag zog ein Gewitter auf. Zuerst merkten wir es gar nicht. Erst als es anfing zu regnen. Da sind wir aber gerannt, als ob der Leibhaftige hinter uns her gewesen wäre. Bis plötzlich der Boden unter unseren Füßen verschwand und wir in ein tiefes, dunkles Loch fielen. Max, alles in Ordnung bei dir? Ja, wenn du von mir runtergehen würdest, könnte ich nachsehen. Tut mir leid. Passt schon, du kannst hier nichts dafür. Ich glaube, es ist noch alles dran. Scheiße, mein Fuß! Max! Was denn? Du sollst nicht fluchen, das habe ich dir schon tausendmal gesagt. Ja, schon gut. Aber es tut weh, so richtig. So schön kann es gar nicht sein. Meine Mutter sagt immer, Männer sind wie Hunde. Die schreien immer schon vor den Schlägen. Die muss es ja wissen. Was? Nix. Wo sind wir hier eigentlich? In irgendeinem Tierbau oder einer Tierfalle oder in einem geheimen Durchgang. Max, du hast keine Ahnung, was das ist, oder? Nein, nicht die geringste. Toll, und wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Zum Klettern ist es zu hoch. Mir ist kalt. Ja. Mein Vater sagt immer, das Einzige, was Frauen richtig gut können, ist kalte Füße zu bekommen. Haha, hier ist es aber wirklich kalt. Hier zieht es ganz schön. Ja, stimmt. Du hast recht. Hier muss es irgendwo einen Durchgang geben. Den müssen wir finden. Okay, ich suche hier und du suchst da drüben. Okay. Hier wird es eng. Wir müssen krabbeln. Na gut, aber du gehst voraus. Ich sagte ja, kalte Füße. Hier sind überall Viecher. Wäh, ziemlich große sogar. Die wollen dich schon nicht auffressen. Na gut. Achtung, eine Riesenspinne. Die könnte dich auffressen. Max, lass das. Entschuldigung, ich wollte dich ja nur vorwarnen. Pass auf, dass sie dir nicht um das Kleid kriegt. Au, ich hab dich gewarnt. Ja. Auf den blauen Fleck mehr oder weniger kommt es auch nicht mehr drauf an. Schau mal, das da vorne sieht nach einem Ausgang aus. Komm, schnell.
Ein Keller. Ziemlich leer für einen Keller. Hast du eine Ahnung, wo wir hier sein könnten? Nein. Ich auch nicht. In die Richtung, in die wir gekrabbelt sind, könnten wir schon im Dorf sein. Vielleicht im Wirtshaus oder in der Schule oder in der Metzgerei. Ja, ich habe keine Ahnung. Also nochmal suchen. Ja, dann los. Ich glaube, ich habe was gefunden. Ein Ausgang? Nein, hier ist eine Vertiefung im Boden. Ich glaube, da steckt was drin. Hol es raus! Eine kleine Kiste. Was da wohl drin sein mag? Vielleicht ein wertvoller Schatz? Los, schnell, mach sie auf! Ein Brief? Ein Brief? Na toll, sehr wertvoll. Jetzt komm, leg ihn zurück. Ich werde dich raus hier. Von mir aus. Eine Tür. Scheiße, die ist verschlossen. Ja, Entschuldigung. Hilfe! 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 Was macht ihr denn hier? Eugen, wir haben nach einem Ausgang gesucht. Was sonst? Und wie kommt ihr hier rein? Das ist eine lange Geschichte. Ich erzähle sie dir später, versprochen. Aber es ist schon spät und wir müssen jetzt nach Hause. Ja, da hast du wohl recht. Danke, dass du uns rausgelassen hast, Eugen. Kein Problem. Ich war gerade zufällig in der Nähe. Ich hab mir noch die Kirche aufgeräumt. Ja, danke, Eugen. Du bist wirklich der beste Ministrant, den wir haben. Also, tschüss und danke noch einmal. Tschüss. Das war vielleicht ein Donnerwetter, als wir zu Hause angekommen sind. Unsere gute Sonntagsgarderobe war triefend nass und voller Schlamm. Ich bin selten so zusammengestaucht worden. Aber Maxa ging es noch viel schlimmer. Der konnte tagelang nicht richtig sitzen. Was war mit dem Brief? Warum habt ihr ihn nicht mitgenommen? Wir waren Kinder. Das, was wir gefunden haben, war nur ein alter Fetzen Papier, mehr nicht. Wäre es ein Ring gewesen oder ein schönes Amulett, dann hätten wir es ohne zu zögern mitgenommen. Wenn wir gewusst hätten, wie viel Ärger uns dieser Brief noch bescheren würde, dann hätten wir ihn nicht nur zurückgelassen, wir hätten ihn gleich noch verbrannt. Trotz des interessanten Inhaltes. Der Brief hatte also einen brisanten Inhalt. Ja, natürlich. Warum meinst du wohl, haben wir ihn all die Jahre so gut versteckt? Gewiss. Was also stand in dem Brief? Nein. Nein? Was meinst du damit? Ich werde dir nicht davon erzählen. Marthe, das hatten wir doch schon, nicht wahr? Du bist dran. Ich möchte dir auch eine Frage stellen. Ich glaube nicht, dass das... Das ist mir egal. Ich werde dir sonst nichts mehr über diesen Brief erzählen. Also schön, aber mach es kurz, ich habe heute noch mehr Kundschaft. Ich habe mir den Tod immer ganz anders vorgestellt. Du siehst noch ziemlich jung aus, um der Tod zu sein. Das ist einer der Vorzüge meines Berufes. Ich kann mein Äußeres verändern, wie es mir beliebt. Ach, wirklich? Wirklich. Dann siehst du also freiwillig so aus? Sehr amüsant, wirklich. Ach, komm schon. Gönn doch einer alten Frau ihren Spaß. Weißt du, im Grunde
habe ich schon viele alte Menschen abgeholt, Marthe. Ich bin schon daran gewöhnt. Dir sei also verziehen. Das ist aber wirklich sehr großzügig von dir, mein Junge. Ich bin dran. Erzähl mir, wie ihr vom Inhalt des Briefes erfahren habt. In der Zwischenzeit sind viele Jahre vergangen. Wir sind älter geworden und reifer. Wir waren nicht nur gute Freunde, sondern wir hatten uns ineinander verliebt. Aber das war ja abzusehen, weißt du? An den Brief dachten wir eigentlich gar nicht mehr, bis Max mein Leben veränderte. Das war einer der schönsten Tage in meinem Leben und zugleich der Anfang all unserer Sorgen. Wir haben uns wieder getroffen im Wald bei der großen Eiche. Hast du dich schon mal gefragt, was dieser Baum zu erzählen hätte, wenn er sprechen könnte? Nein, nicht wirklich. Er steht doch hier mitten im Wald. Hier kommt keiner her aus uns beiden. Was soll er denn schon zu erzählen haben? Wie kannst du dir das so sicher sein? Er muss doch mindestens schon 100 oder 200 Jahre alt sein. Irgendwas Spannendes muss hier doch mal passiert sein. Na, wenn du meinst. Vielleicht war hier ja auch schon mal ein anderes Liebespaar. Wir können ja nicht die einzigen sein, die hier mehr herkommen. Und du möchtest jetzt von der Eiche hören, was die beiden hier gemacht haben? Ja. Ein Liebespaar? Ja. Alleine? Ja. Hier mitten im Wald? Ja. Unter der Eiche? Ja. Oh Mann, Max, das ist wieder typisch für euch Männer. Also ich könnte dir ja zeigen, was die beiden hier gemacht haben. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Je, irgendwann schlägst du mich ja noch grün und blau. Wie soll ich das nur mein ganzes Leben lang mit dir aushalten? Wie meinst du das, dein ganzes Leben? Naja, also deswegen sind wir ja eigentlich hier. Also ich wollte dich fragen, also ich meine, würde es dir etwas ausmachen, Max, wenn... Marthe, willst du mich heiraten? Oh Max, natürlich will ich. Oh Gott sei Dank. Du bist doch mein absoluter Traummann. Das bin ich in der Tat. Aufschneider, du. Ach, ich kann es mir schon bildlich vorstellen. Ich in einem weißen Kleid und die Kirche mit 1000 Blumen dekoriert. Die darfst du aber selbst pflücken. Max, das wird der schönste Tag in meinem Leben. Oh ja, wie könnte ich das vergessen? Ich frage mich immer wieder, was wohl in diesem Brief stand. Was soll denn da schon Besonderes drinstehen? Das war bestimmt nur irgendein Liebesbrief von einem Pfaffen. Max, darüber macht man keine Witze. Aber es wäre trotzdem romantisch. Komm, lass uns nachsehen gehen, ja? Jetzt? Ja, wieso nicht? Na gut, du gibst ja sonst sowieso keine Ruhe. Ganz recht. Ich könnte schwören, dass da jemand war. Ja, und wenn schon, es ist ja nicht verboten, hier zu sein. Es ist also nicht verboten, in den Keller einer Kirche einzusteigen. Max, es ist eine Kirche. Hier müsste es irgendwo gewesen sein. Wer ist es? War das immer schon so verstaubt hier? Ja, ich glaube schon. Ich mache es jetzt auf, ja? Deswegen sind wir ja hier. Oh, gütiger Jesus. Marthe, was steht denn da? Ich kann es nicht lesen, es ist so dunkel hier. Max, sieh nur die Unterschrift. Marthe, wer hat den Brief geschrieben? Er sagt, niemand dürfte davon erfahren. Marthe, was steht da? Er unterzeichnet mit Ludwig II. Otto Friedrich Wilhelm von Bayern. Der Märchenkönig. Ganz recht. Aber wie kam ein Brief des Königs in den Keller einer Kirche? Naja, das haben wir uns natürlich auch gefragt. Aber da kamen wir erst viel später darauf. Zuerst einmal war es uns wichtig, diesen Brief zu verstecken. Niemand dürfte davon wissen. Wieso nicht?
Aha, der Inhalt des Briefes war eindeutig. Es war ein Brief des Königs an seine Cousine Elisabeth und nur für sie. Keiner durfte von seinem Inhalt erfahren. Aber er war doch schon längst nicht mehr am Leben. Was also hat euch aufgehalten? Ich weiß nicht. Mut? Respekt vor den Wünschen eines so wunderbaren Königs. Zweifelsohne sind das rechtschaffene Gründe. Aber wäre es nicht profitabel gewesen, den Brief zu verkaufen? Ja, natürlich wäre es das gewesen. Wir haben auch sehr lange darüber nachgedacht. Aber ich habe darauf bestanden, diesen Brief geheim zu halten. Mir schien es nur recht. König Ludwig wollte, dass niemand davon erfährt, also sollte es auch so sein. Nun gut. Aber was stand denn nun in dem Brief? Das kann ich dir nicht sagen. Marthe, langsam verliere ich die Geduld. Ich bin hier, um dir zu helfen und nicht, um dein Geheimnis zu Geld zu machen. Ach, Teufel nochmal! Also schön, Marthe. Ich werde dich jetzt verlassen, vorerst. Bis ich wiederkomme, solltest du dir gut überlegen, was dir wichtiger ist. Ein längst vergessenes Geheimnis zu hüten oder die Ewigkeit in den Armen deines Mannes zu verbringen. Überlege gründlich. Ich muss jetzt gehen. Die Kundschaft wartet. Der Presse sind oder mal wieder ein Gaffer oder eben ein Gast. Also gut, mein Name ist Ella von Thalheim. Ich bin von Frau Pro, die Zeitschrift für emanzipierte Frauen. Und ich würde gerne einen Artikel... Mir ist eigentlich egal, was Sie wollen. Hier ist die Tür, auf Wiedersehen. Ja, aber Sie wissen doch gar nicht, was ich will. Ach ja, jetzt lassen Sie mich mal überlegen. Sie kommen hierher, wollen am besten gleich mit meiner Mutter sprechen, fragen Sie aus, bis alles zu spät ist, schreiben dann einen Artikel darüber und hetzen uns noch mehr von euch Spinnern auf den Hals. Ja, also das ist jetzt irgendwie fast genau das, was ich will. Fast. Ja, also wegen mir werden hier keine weiteren Presseleute auftauchen. Wer es glaubt, keine Diskussion, bitte gehen Sie. Aber sofort. Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag, Susanne. Pressegaffe oder Gast? Guter Witz. Kein Witz. Susanne. Ich komme nun schon seit mindestens 10 Jahren in euer Wirtshaus und immer als Gast, nicht wahr? Wieso also die Frage? Ach, weil ich die Schnauze langsam voll habe. Warum kann ich nicht ein normales Leben haben mit normalen Menschen und normaler Arbeit? Nein, dafür habe ich eine furchtbar sture Mutter mit einem Geheimnis, das sie ums Verrecken nicht preisgeben will. Ich bin doch eher ein Türsteher als eine Kellnerin. Susanne, du siehst das falsch. Deine Mutter ist nicht stur, sondern standhaft und überzeugt, das Richtige zu tun. Wer weiß schon, wie wichtig dieses ominöse Geheimnis ist. Wenn sie der Meinung ist, dass es niemand erfahren sollte, dann solltest du das respektieren. Interessant. Wahre Worte eines Politikers. Das kommt aber selten vor, Herr Landrat. Liebste Marthe, Sie machen mich schlechter, als ich bin, scheint mir. Scheint mir nicht so. Ich bitte Sie. Wann habe ich als Landrat denn jemals gelogen? Zwingen Sie mich nicht, Herr Landrat. Ich habe heute noch etwas anderes vor. Gast! 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 Sieh mal einer an. Der ehemalige Herr Bürgermeister. Eugen, schön dich zu sehen. Wie geht's, wie steht's? Geht so, steht so. Susanne, ein Bier.
und die verehrte Frau Uschi. Hallo, Landrat. Ich hoffe, Sie sind wohl auch. Nichts zu klagen, Teuerste, nichts zu klagen. Und wen haben wir da? David, nehme ich an, der treue Enkel. Er heißt nicht David, er heißt David. Oh, natürlich, natürlich, mein Fehler. Und David, wie geht es denn deinem Papi so? Mein Vater ist immer noch ein wichtiger Mann in England im Vergleich. Ah, ja. Wollt ihr mal auf den Feld halten oder bestellt heute noch jemand was? Selbstverständlich, Susanne. Ein Bier bitte. Also ich hätte gerne eine Latte. Und was möchtest du, David? Eine Cola. Oh nein, nein, kein Koffein am Nachmittag, sonst bist du dann wieder so aufgedreht. Dann ein Apfelsaft. Ein Wasser, bitte. So ist brav, mein Lieber. Ich bin ein Gast, hallo. War das nicht gerade noch Presse? Ja, möglicherweise, aber jetzt bin ich Gast. Ah, Mutter? Ja, Schatz? Da ist eine Reporterin für dich. Wirf sie raus. Das habe ich schon, jetzt ist sie als Gast da. Na schön. Na gut, dann kommen Sie. Oh, eine große Ehre. Ich träume schon eine Ewigkeit davon, Sie kennenzulernen. Und? Ach ja, Ella von Thalheim. Ich bin von Frau Brot, die Zeitschrift für emanzipierte Frauen. Und ich würde gerne einen Artikel über Sie schreiben. Kein Interesse. Nein, nein, ich würde einen Artikel über Sie schreiben, nicht über Ihr Geheimnis. Wissen Sie, das haben schon viele gesagt. Und am Ende läuft es doch immer wieder auf dasselbe hinaus. Weshalb sollten Sie da eine Ausnahme sein? Naja, weil die Leserinnen meiner Zeitschrift verstockte alte Weiber sind, die sich selbst für das Allertollste halten und kein Interesse an hanebüchenen Geheimnissen haben. Ich erinnere mich. Wie hieß denn Ihre Zeitschrift nochmal? Frau Brot, die Zeitschrift für emanzipierte Frauen. Ich glaube, ich sollte mir doch etwas Zeit für Sie nehmen. Schön, wollen wir uns einen ruhigeren Ort suchen? Meinetwegen. Kommen Sie mit. Na, sieh mal einer an. Es wird doch nicht angehen, dass diese alte Vettel doch noch ihr Geheimnis preisgibt. Nie und nimmer. Erst wenn die Hölle zufriert. Wer weiß. Es geschehen immer wieder Zeichen und Wunder. Vielleicht besinnt sie sich eines Besseren. Wer es glaubt, wird selig. Naja, vielleicht hatte unsere liebe Marthe ja einen Traum, der ihr die Augen geöffnet hat. Uschi, gib Ruhe. Es gibt nur eins, das mich stört. Wenn sie dieser Reporterin nun alles erzählt, dann müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Es wäre nicht auszudenken, wenn unsere Bemühungen umsonst gewesen sein sollten. Wir hätten es endlich verdient, auf unsere Kosten zu kommen. Sie führt uns nun schon seit Jahrzehnten an der Nase herum. Beruhigt euch, meine lieben Freunde. Es geht hier nicht um uns. Wir dürfen das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Das Ziel, das Ziel. Verdammt, das ist schon so lang her. Manchmal vergesse ich es fast. Das ist durchaus verständlich, meine Liebe. Deshalb bin ich ja da, um euch den richtigen Weg zu weisen. Nur stecken wir gerade in eine Sackgasse. Ja, das ist leider wahr. Vielleicht wäre es ja an der Zeit für eine Notfalllösung. Was denn für eine Notfalllösung? David, möchtest du nicht nach draußen gehen und spielen? Nein, nicht unbedingt. David! Was denn? Geh spielen, draußen! Oh Mann, ey, voll krass. Also, zurück zum Thema. Ich meine, vielleicht wäre es an der Zeit für etwas unkonventionellere Methoden. Natürlich nur, wenn unser momentaner Versuch misslingt. Habe ich da etwas nicht mitbekommen? Was für ein Versuch und was meinst du mit unkonventionell? Das braucht dich nicht zu interessieren. Die Frage ist doch, was ist das Leben eines Einzelnen wert im Gegensatz zum großen Ganzen? Also ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Na, dich fragt ja auch niemand. Du hast damit ja eigentlich auch gar nichts zu tun. Oh ja, ich vergaß. Du warst derjenige, der die alte Martin ihren tollen Max belauscht hat. Und du warst derjenige, der das besagt... Halt doch endlich die Klappe, weil... Kämpfe ich ja nicht aus, so Ruhe! Sofort! Jetzt ist nicht die Zeit für Streitereien. Es ist an der Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen.
Jetzt ist Schluss! Dieser eine Versuch noch. Nur noch dieser eine. Dann mach ich dem ganzen Firlefanz ein Ende. Ich meine, was ist damals passiert? Nehmen Sie Platz. Sie sagten, Ihr Mann sei gestorben. Wie ist das passiert? Es war ein Unfall und kommt tagtäglich vor auf dieser Welt. Aber es hat mein Leben zerstört. Und was genau ist passiert? Max war gerade auf dem Weg nach Hause. Er war ein leidenschaftlicher Jäger, wissen Sie, und oft bis spät abends im Wald unterwegs. Als er die Straße überqueren wollte, hat ihn ein Auto erfasst. Der Fahrer fuhr ohne Licht und war betrunken. Und man konnte nichts mehr für ihn tun? Nein. Jede Hilfe kam zu spät. Das tut mir sehr leid, Marthe. Es muss schrecklich gewesen sein. Ja, das war es. Und das ist es immer noch. Ich weiß, es ist unsinnig, so lange zu trauern, denn das Leben geht weiter. Aber ich hätte so viel Unterstützung gebraucht in dieser Zeit. Aber Sie haben doch eine Tochter. Kann die Ihnen dann keine Unterstützung sein? Nein. Susanne ist eine wunderbare Tochter, aber sie ist genauso wenig in das Geheimnis eingeweiht wie alle anderen auch. Sie hilft mir auch, wo sie kann, doch das genügt einfach nicht. Ja, das Geheimnis, aber darüber wollten wir doch eigentlich gar nicht sprechen, oder? Wissen Sie was? Sie sind die erste Reporterin, die mich nicht bedrängt. Ich möchte Ihnen ein Geschenk machen. Ein Geschenk? Ja, ich verrate Ihnen einen kleinen Teil meines Geheimnisses. Aber, also nicht, dass ich mich jetzt nicht freuen würde, aber wieso? Wieso jetzt? Nun ja, weil niemand so richtig verstehen kann, warum ich das alles für mich behalte. Natürlich ist das Geheimnis an sich schon schützenswert, aber das ist nicht alles. Nun gut, ich werde, wenn Sie erlauben, einen Artikel darüber schreiben. Vielleicht wird Ihr Leben dann etwas ruhiger und beschaulicher, wenn die Menschen ihre Gründe verstehen. Danke. Wir haben das Geheimnis in einer Kirche gefunden. Max und ich, wir konnten uns nicht erklären, wie es dorthin gelangt ist. Also sind wir zum Pfarrer gegangen und haben ihn ganz einfach danach gefragt. Herr Pfarrer Schulze, hallo! Oh, hallo! Max und Marthe, welche Überraschung! Wenn ich so sagen darf, das Traumpaar unserer Gemeinde. Hätten Sie vielleicht kurz Zeit für uns? Aber selbstverständlich, was wäre ich für ein Hirte? Würde ich mich nicht um meine Schäflein kümmern. Wir haben vor kurzem eine Geschichte gehört und fragen uns nun, ob diese vielleicht wahr sein könnte. Und da Sie ja schon so lange in unserer Gemeinde tätig sind, haben wir gedacht, dass Sie uns vielleicht weiterhelfen könnten. Wenn es in meiner Macht liegt, den Geist der Jugend zu erhellen, wie könnte ich da Nein sagen? Wunderbar. Wir haben nämlich von einem Schatz gehört, der sich irgendwo in dieser Kirche befinden soll. Ein Schatz? Nicht, dass ich wüsste. Und wie die Zeit vergeht. Und ich habe noch so viel zu tun. Es soll ein kleines Holzkästchen sein und hier in einem Keller versteckt sein. Oh, Herr zum Teufel, wisst ihr davon? Oh, heilige Maria. Also, wissen Sie was darüber?
Natürlich weiß ich etwas darüber. Und ich sollte der Einzige sein, der etwas darüber weiß. Aber wie habt ihr davon erfahren? Wir haben es gefunden. Gefunden? Oh, gütiger Gott, steh mir bei. Wer weiß sonst noch davon? Niemand weiß davon, außer wir zwei. Niemand? Gut, gut. Aber wenn Sie davon erfahren? Was ist, wenn Sie davon erfahren? Oh, gütiger Gott, steh mir bei. Hab Erbarmen mit meiner armen Seele. Herrje, Herr Pfarrer, was ist denn los? Wovor haben Sie denn solch eine Angst? Sie werden kommen, mit Sicherheit. Und dann ist es aus mit mir. Oh Gott, steh mir bei. Wer wird kommen? Still. Sie werden kommen. Die Gesandten der Hölle, die Dämonen des Leibhaftigen. Niemand wird sicher sein. Herr Pfarrer Schulze, beruhigen Sie sich. Erzählen Sie uns, was passiert ist. Also gut. Ich war noch jung. Ein Ministrant. Ich sollte die Kirche für die morgendliche Messe vorbereiten. Es war schon spät am Abend. Ich hatte einige Kerzen angezündet. Ich wollte gerade die Gesangsbücher auf den Bänken verteilen, als es am Portal klopfte. Ich fragte mich, wer zu solch später Stunde noch Einlass begehrte. Darum rief ich, wer da? Das klopfte abermals am Tor und eine Stimme rief, bei allen Heiligen, öffnet die Tür, ich bitte euch. Und Sie haben die Tür geöffnet. Ja, der wohl größte Fehler meines Lebens. Ich stand einem ziemlich abgerissenen jungen Mann gegenüber. Seine Kleidung war schon beinahe starr vor Dreck. Er sagte, Junge, hilf mir. Nimm dies, versteck es gut. Sprich mit niemand darüber und vergiss, dass ich da war. Bitte, versprich es mir, Junge, flehte er mich an. Ich wollte gerade fragen, was es damit auf sich hat. Doch als ich seine Augen sah, da versprach ich es ihm. Wisst ihr, was ich sah? Was? Angst. Nackte, blanke Angst. Gleich nach meinem Versprechen verschwand er so schnell, als wäre er nie da gewesen. Und was geschah dann? Ich habe das Kästchen versteckt, so wie er es von mir verlangte. Doch als ich danach das Portal, den Altar wieder betrat, pochte es abermals am Portal. Ich dachte, es wäre der sehr junge Mann, der unser Kästchen wieder haben wollte. Darum öffnete ich ohne zu zögern die Tür. Doch was ich dann sah... Was haben Sie gesehen? Die Dämonen der Hölle. Drei berittene Gestalten, die Gesichter mit Kapuzen verhüllt, Fackeln in den Händen. Ein Bild wie aus der Prophezeiung. Die Reiter der Apokalypse waren gekommen. Da sah ich ein fahles Pferd. Und der, der auf ihm saß, heißt der Tod. Und die Unterwelt zog hinter ihm her. Und ihnen wurde die Macht gegeben über ein Viertel der Erde. Macht zu töten durch Schwert, Hunger und Tod und durch die Tiere der Erde. Ich dachte, meine letzte Stunde hätte geschlagen. Der mir am nächsten stand, er sprach mich an. Herr Junge, hast du jemanden gesehen? Ein Mann, der von dir alt in langer Zeit hier vorbeikam. Nein, antwortete ich mit zitternder Stimme. Ich spürte seine schwarzen Augen, die mich fixierten. Junge, wenn du uns angelogen hast, werden wir davon erfahren, drohte er. Dann winden sie ihre Pferde und jagten davon. In meinem ganzen Leben hatte ich noch nie solche Angst wie in diesem Moment. Und wer waren die Reiter? Ich weiß es nicht. Ich habe sie nie wieder gesehen. Und auch den jungen Mann nicht. Doch wenn sie erfahren, dass ich sie angelogen habe, werden sie zurückkommen. Niemand wird davon erfahren, Herr Pfarrer Schulze. Ihr müsst es mir versprechen. Ihr dürft mit niemandem darüber sprechen. Ihr seid nun in genauso großer Gefahr wie ich auch. Hütet euch vor dem Bösen, denn das Böse lauert überall. Oh das Gott, sie kommen! Oh Gott, sie kommen! Ja. Gott, hilf mir!
Ich ruiniere mir noch meine neuen Schuhe. Ach, du mit deinem ewigen Genörgel. Kannst du dein Gekämpfe nicht mal für dich behalten? Oh, passt es dem ehrenwerten Herr Bürgermeister etwa nicht? Du wolltest mich doch damals unbedingt heiraten. Es wundert mich überhaupt, dass du mir nach 40 Jahren noch zuhörst. Was hast du gerade gesagt? Ich habe dir gerade nicht zugehört. Na ja, schon gut. Sag mal, sollte der Herr Landrat nicht schon längst da sein? Er wollte sich doch mit dieser Reporterin treffen. Ich möchte jetzt endlich mal wissen, was diese Ella herausgefunden hat. Andererseits frage ich mich sowieso, warum er überhaupt noch dabei ist. Der macht doch sowieso nichts außer geschwollen daherzureden. Weil er der Einzige ist, der noch den nötigen Einfluss hat. Und außerdem ist er meine Marionette. Er führt aus und ich bestimme. Ach ja? Du hast mir noch gar nicht erzählt, wie er zu deiner Marionette wurde. Hab ich nicht. Weil es dich nichts angeht, weil viel wichtiger ist doch, dass ich doch noch eine Möglichkeit gefunden habe, an das Geheimnis der alten Marthe zu kommen. Nur darf der Landrat davon nichts wissen. Dann erzähl es mir noch schnell, bevor er doch noch hier auftaucht. So weit kommt's noch. Ja, dann könnte ich ja gleich an die Presse damit gehen. Vielleicht erzähle ich es dir morgen. Heute Nacht ist es soweit. Bis dahin erfährt niemand etwas davon. Auch du nicht, holde Gemahlin. Ja, dann bin ich auch mal gespannt, ob dieser Plan funktioniert. Das wäre nämlich das erste Mal. Uschi, dieser Plan funktioniert. Ich habe es im Gespür. Aber nur, weil der Herr Landrat nichts davon weiß. Was soll das heißen? Soll heißen, dass jeder deiner Pläne zum Scheitern verurteilt ist, wenn dieser Wichtigtuer seine Hände mit im Spiel hat. Ach, du siehst Gespenster. Obwohl, wenn ich es mir so recht überlege, ja, dieser verfluchte Scheißkerl. Komm, weil wir gehen. Der soll sein blaues Wunder erleben. Und mit dieser Ella, da werde ich jetzt selber sprechen. Gott sei Dank, ich dachte schon, ich muss hier Wurzeln schlagen. Wart's nur ab, Eugen, wart's nur ab. Natürlich zu spät. Ja, Entschuldigung, warum wollten Sie sich denn auch mit mir treffen? Ich habe doch vorhin schon alles mit dem Palastrat besprochen. Pappalapapp, Sie sagen jetzt sofort, was es mit dem Geheimnis der alten Marthe auf sich hat, oder Sie können sich morgen nach einem neuen Job umschauen. Ach ja, wenn das so ist, Sie hat mir gar nichts erzählt. Ich habe sofort vermutet, dass Sie dahinter stecken. Der liebenswerte Herr Landrat wäre zu seiner Gemeinheit gar nicht fähig. Und überhaupt, in welchem Ton reden Sie eigentlich mit mir? Waren es nicht Sie und der Herr Landrat, die etwas von mir wollten? Schlimm genug, dass ich mich auf diese Intrigen eingelassen habe. Wie konnte ich mich nur so erniedrigen lassen? Aber wie ich schon sagte, Marthe hat mir rein gar nichts erzählt. Lügen Sie mich nicht an? Oh, ich lüge nicht. Und wissen Sie was? Ich hätte nie im Leben etwas aus ihr herausbekommen. Sie hat sofort durchschaut, dass ich geschickt worden bin. Mir ist sehr wohl bewusst, dass Sie Ihre Nase überall reinstecken. Was ich allerdings noch nicht weiß, ist, welche Interessen Sie dabei verfolgen. Ich liebe meinen Job. Nur deshalb helfe ich Ihnen. Ich habe mit Martin geredet, aber leider nicht über ihr Geheimnis. Also, wären Sie dann so freundlich, mir zu sagen, worüber Sie gesprochen haben? Und meine Interessen lassen Sie mal meine Sache sein. Stecken Sie Ihre Nase nicht in Dinge, die Sie nicht angehen. Es könnte sonst ein böses Erwachen für Sie geben. Sie hat mich gefragt, ob ich sie für blöd halten würde. Man sehe doch schon von Weitem, dass ich nur Interesse an ihrem ominösen Geheimnis hätte. Keine 2 Sekunden später hat sie mich vor die Tür gesetzt. Ende der Geschichte. Das kann doch nicht sein. Los, raus mit der Sprache. Was hat sie gesagt? Sie scheinen nicht zu wissen, wie wichtig das für mich ist. Hören Sie auf, Sie tun mir weh. Selbst wenn sie noch etwas gesagt hätte, würde ich es Ihnen nicht sagen. Lügen Sie mich nicht an. Hören Sie. Ich will mit der Sache nichts mehr zu tun haben. Lassen Sie Martin in Ruhe. Ich werde Ihnen bestimmt nicht dabei helfen, eine alte Frau zu tyrannisieren. Und hören Sie verdammt nochmal auf, mir zu drohen. Ich bin eine Reporterin. Und wenn Sie nicht wissen, was das heißt, werde ich es Ihnen gerne noch einmal sagen. Reporter schnüffeln und graben. Und das in alle Richtungen. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Also gut. Ich hoffe, dass diese
kleine Plauderei unter uns bleibt? Meinetwegen, aber das liegt ganz bei Ihnen. Verfluchtes Reporterpack! Dieser eine Versuch noch. Dieser eine. Und wenn der misslingt, dann ist sie fällig. Dann bring ich sie um! Der Huberliesel gehört. Die soll der letzte Woche im Aldi ohnmächtig geworden sein. Naja, lange geht das eh nicht mehr mit der. Sie ist ja auch nicht mehr die Jüngste. Ach was, das ist mir auch schon passiert. Da hatte ich einfach zu wenig getrunken. Da kann das schon mal vorkommen. Naja, also ich weiß nicht, was man sich von dieser Frau so alles erzählt. Neulich soll sie ja bei den Kramers zum Fenster reingeschaut haben. Ihr glaubt gar nicht, was die da so spät nachts alles in ihrem Schlafzimmer treiben. Apropos. Oh, wie sieht's denn bei dir in der Liebe aus, Susanne? Bei mir? Dass ich mich lache. Wann soll ich denn mal jemanden kennenlernen, der dieses ganze Theater hier mitmacht? Obwohl es da vielleicht schon jemand gibt, der mir ganz gut gefallen würde. Ach, was? Wer denn? Ach, ist ja auch egal. Außerdem muss er den ersten Schritt machen, nicht wahr? Das gehört sich so. Wo zum Teufel bist du gewesen? Hey, hey, ganz ruhig. Ich habe mit dieser Ella gesprochen. Was regst du dich so auf? Wir haben auf dich gewartet. Du scheinst den Ernst der Lage nicht zu verstehen. Ich begreife sehr wohl, Eugen, aber diese Sache mit dieser Reporterin war wohl ein Schuss in den Ofen. Sie weiß rein gar nichts. So schlau bin ich inzwischen auch. Wir müssen ein Auge auf sie haben. Die weiß mehr, als sie sagt. Aber noch ist nichts verloren. Wenn alles glatt läuft, wissen wir bald, sehr bald, was es mit dem Geheimnis der alten Marthe auf sich hat. Was soll das heißen? Verschweigst du mir etwas, Eugen? Du wirst keine Alleingänge unternehmen, Eugen. Solltest du mir etwas verschweigen? Das braucht dich jetzt nicht mehr zu interessieren. Die Räder sind längst in Gang gesetzt. Es kann jeden Augenblick soweit sein. Soll das heißen, ist da im Moment gerade jemand bei Marthe? Ganz genau, mein Lieber. Ganz genau. So ist das also. Du beziehst mich nicht mehr in deine Pläne ein. Dann brauchst du mich ja nicht mehr. Eugen, was ist denn los? Wart's nur ab. Wart's nur ab. Muschi, was ist denn mit deinem Eugen los? Er ist ja so nervös, so aufgedreht. Weil doch sonst so besonnen wird. Er scheint den Landrat ja direkt anzustecken mit seiner schlechten Laune. Nein, nein, Susanne. Alles in bester Ordnung. Aber sag mal, jetzt bin ich schon ein bisschen neugierig geworden. Wer ist denn der glücklich auf den ein Auge geworfen hast? Mir kannst du es doch erzählen. Ach, ein Auge geworfen wäre zu viel gesagt. Und es ist nicht der Rede wert. Und darum sage ich zu diesem Thema jetzt nichts mehr. Aber darfst du noch ein Prosecco sein? Ja, gerne. Sag mal, Susanne, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Es durften ja schon etliche Jahre sein. Also ich kannte dich ja schon als Kind. Schon eine Weile. Warum? Ja, und ich nehme an, du vertraust mir, wo wir doch so etwas wie gute Freundinnen sind. Na, Uschi, was willst du mir sagen? Ja, also, glaubst du nicht auch, dass du mit der Bürde dieses ach so großen Geheimnisses viel zu sehr belastet bist? Also, ich würde dir gerade bei dieser Last helfen, ja. Also, ich verstehe nur Bahnhof. Was meinst du überhaupt mit belastet?
Ach Mensch, Susanne, jetzt stell dich doch nicht so an. Du weißt ganz genau, was ich meine. Ich meine natürlich das Geheimnis deiner Mutter. Und es tut nur nicht so, als hätte sie dir nie etwas davon erzählt. Ach, daher weht der Wind. Liebste Freundin. Jetzt lass mich mal eins klarstellen. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, um was es sich bei diesem ach so großen Geheimnis dreht. Mein Vater und meine Mutter haben nie mit einem einzigen Menschen darüber geredet. Auch nicht mit mir. Nach dem Tod meines Vaters hatten wir wirklich andere Sorgen, als uns darüber den Kopf zu zerbrechen. Manchmal kommt es mir so vor, als ging es um eine alte Schatzkarte aus Atlantis. Eine Schatzkarte? Aus Atlantis? Oh mein Gott! Uschi, jetzt sei doch nicht albern. Natürlich geht es nicht um eine Schatzkarte. Aber lass es mich nochmal sagen. Ich weiß nicht und ich will nichts wissen. Basta! Ich würde eher mal interessieren, warum ihr, vor allem dein Mann Eugen, so wahnsinnig scharf auf dieses Geheimnis seid. Wenn es um irgendwelche Reichtümer ginge, glaubst du wirklich, dann würde ich noch länger hier stehen und mir den Tag versüßen, den ich Gläser poliere. Naja, ich wollte auch nur mal nachfragen, ob ich irgendwie helfen kann. Aber sag mal, Susanne, wo sind denn der Eugen und der Herr Landrat hingegangen? Uschi, was ist denn das für ein Lärm? Was sind das für Geräusche? Diese Stimmen kenne ich doch. Halten würde. Aber anscheinend hat es genau das Gegenteil bewirkt. Von welchen Schwierigkeiten sprichst du? Eugen wollte doch schon immer das Geheimnis wissen und hat alles daran gesetzt, es zu erfahren. Er wollte mich sogar heiraten. Als er dann Bürgermeister wurde, dachten wir, er könnte uns Steine in den Weg legen. Wir hatten doch gerade erst das Wirtshaus übernommen und konnten uns keine Schwierigkeiten leisten. Verstehe. Das wäre natürlich hinderlich gewesen. Marte, hör zu. Ich weiß, es fällt dir schwer, über all das zu reden, aber ich will nicht deine Lebensgeschichte hören. Dafür fehlt mir die Zeit. Wäre jetzt nicht eine gute Gelegenheit, um deine Seele zu erleichtern? Max wartet. Du hast recht. Es fällt mir schwer. Und das ist auch nur allzu verständlich, glaub mir. Ich weiß das besser als du ahnst. Doch sag mir eins. Was ist ein Geheimnis wert, wenn es dein Leben zerstört? Wenn es deine Seele zerreißt? Wenn es deine Persönlichkeit und deine Zukunft verändert? Und das über den Tod hinaus? Und glaub mir, Marte, es gibt ein Leben nach dem Tod. Ich will dir helfen, weil du es wert bist, gerettet zu werden. Menschen wie dich gibt es zu wenig auf dieser Welt. Deine Seele ist wertvoll. Aber wenn du sie nicht befreist, Marte, dann bist du verloren. Also gut. Wie du ja schon weißt, stand das Geheimnis in dem Brief, den wir gefunden haben. Und du weißt auch, dass ihn König Ludwig geschrieben hat. Ich kenne diesen Brief auswendig. Also werde ich dir jetzt zitieren, was darin stand. Ludwig, König von Bayern an seine geliebte Cousine Elisabeth, Kaiserin von Österreich. Gleich, welche Gerüchte du vernehmen magst, sei versichert, dass es nicht so ist, wie es den Anschein... Nein, sprich nicht weiter! Das Geheimnis muss gewahrt bleiben! Herr Landrat, und das aus Ihrem Munde? Was für ein Sinneswandel! Und du bleibst da! Glaub ja nicht, dass ich nicht weiß, wer du bist!
Von Sinneswandel keine Spur. Oha, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Marte, ich bin Mitglied in einer Bruderschaft. Wir nennen uns die Gugelmänner König Ludwigs II. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, nicht eher zu ruhen, bis die Todesumstände des Königs vollständig geklärt sind. Der König war kein Selbstmord und erst recht kein Mörder. Das Geheimnis darf auf keinen Fall in die Hände Unwürdiger gelangen. Das ist ja alles gut und recht, aber wer garantiert mir, dass das nicht wieder eine eurer Maschen ist? Nichts ist so, wie es scheint, Marte. Das scheint mir auch so. Ja, also, ich kann das erklären. Ich bin eigentlich ganz froh, dass diese Posse endlich ein Ende hat. Eugen ist... Ich habe Eugens Pläne immer vereitelt. Sie haben es gewusst. Ich habe schon immer gewusst, dass du ein Verräter bist. Wie konnte ich nur so dumm sein und dir zu vertrauen? Jeder, wie er es verdient, Eugen. Dein hinterhältiges Spiel ist aus. Und du... Du sagst mir jetzt sofort, was dein Geheimnis ist, sonst kann ich hier und jetzt für nichts mehr garantieren. Ich weiß, dass es etwas sehr Wertvolles sein muss. Also los, gib es mir sofort! Was ist denn das für ein Geschrei? Was wollt ihr alle im Zimmer meiner Mutter? Sofort raus hier! Sie braucht ihre Ruhe. Michael, was machst du denn hier? Halt! Gott nochmal, Mutter! Ich heiße Michael! Du solltest das wissen, du hast mir diesen Namen gegeben! Mutter? Kann mich mal jemand aufklären? Ja, das würde mich jetzt doch auch mal interessieren. Obwohl ich euch schon längst durchschaut habe. Ach was, gar nichts hast du durchschaut! Eugen hat nach Michael geschickt, um dir diesen kleinen Streich zu spielen. Er ist schon seit Jahren in England, von daher war die Wahrscheinlichkeit, dass ihn jemand erkennt, gering. Woher zum Teufel weißt jetzt du schon wieder davon? Davon haben doch nur Michael und ich gewusst. Die Bruderschaft weiß mehr, als du ahnst, Eugen. Ach was, scheiß auf deine Bruderschaft. Und du sagst mir sofort, was das Geheimnis ist. Sofort! Niemals. Wie kann man nur so stur sein? Michael, sie hat es doch gesagt. Nicht wahr? Nicht wahr? Du irrst dich, Eugen. Ich wusste doch schon längst, dass dieses Jüngelchen dein Sohn ist. Ich kannte ihn als Kind und sehe heute den Erwachsenen in ihm. Ich hätte ihm niemals das richtige Geheimnis verraten. Du Miststück! Jahrzehntelang habe ich mich bemüht, hinter dein Geheimnis zu kommen. Aber nein, du musst ja stur bleiben. Also gut, wenn ich es nicht erfahren soll, dann braucht es auch kein anderer zu wissen. Jetzt ist Schluss! Thank you.
Susanne, es tut mir alles so furchtbar leid. Ich weiß gar nicht, wie ich das wieder gut machen kann. Ach, Michael, du hast dir nichts vorzuwerfen. Es war alleine Eugens Schuld. Wer konnte schon ahnen, dass er so weit gehen würde? Als man ihn abgeholt hat, wurde er untersucht, psychologisch. Und? Er ist nicht zurechnungsfähig. Das heißt, er hat einen kompletten Dachschaden. Wenigstens kommt er da so schnell nicht wieder raus. Weißt du, das Einzige, was mich jetzt noch tröstet, ist, dass meine Mutter das bekommen hat, wonach sie sich so lange gesehnt hat. Sie ist wieder bei ihrem geliebten Max. Was ist das? Oh mein Gott. Ich glaub's nicht. Das ist das Geheimnis. Thank you.